fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Oh Leute, ich sag's euch, ich laufe hier schon eine halbe Ewigkeit durch die afrikanische Savanne. Und hier sind's bestimmt 45 Grad. Ja, und Wasser habe ich jetzt auch keins mehr. Ich wünschte, ich wäre ein Kamel. Ja, so ein Kamel kommt nämlich Ewigkeiten aus, ohne trinken zu müssen. Es kann super lange Strecken zurücklegen. Ja, und viel, viel, viel mehr schleppen als ich. Also, entweder ich habe jetzt einen Sonnenstich oder ich sehe da wirklich Kamele. Ich gehe mal gucken. Im Norden Kenias leben die Sambuku, ein afrikanisches Wandervolk. Kamele sind ihre Haus- und Nutztiere. Hier treffe ich Frank, der mir die Tiere und das Volk der Samburu zeigen will. Hallo! Hallo Paula. Oh, hey. Herzlich willkommen. Ich hab einen Weg hinter mir. Ja, das ist Letro, unser Samburu-Chef. Ah, es ist ein bisschen schwierig. Letreua. Ja. Okay, jetzt hab ich's. Aber du kannst auch Charles zu ihm sagen, denn es ist ein christlicher Name. Charles ist einfacher. Hi Charles. Hi. Nice to meet you. Was würde ich sagen als Hallo? Was heißt Sopa. Hallo? Sopa? Super! Oh je. Ja. Okay, ja, Charles ist hier Chef von diesem Manyatta. Der Manyatta ist das Samburu-Dorf. Ah. Und wie du siehst, leben die Samburu zusammen mit ihren Tieren. Ja, mit den Kamelen. Ja, die haben eine ganz enge Beziehung, denn es ist ja ein Nomadenvolk. Das zieht hier quer durch die Wüste, von Ort zu Ort, mit allem, was sie besitzen. Mit all ihren Tieren. Und das ist das Wichtigste, die Tiere. Oh, können wir uns mal umgucken? Gehen wir rein. Super Idee. Und für euch gibt's jetzt schon mal die ersten Infos. Das ist ein Kamel. Und das ist auch ein Kamel. Aber sie unterscheiden sich. Könnt ihr es sehen? Richtig, das linke hat nur einen Höcker und heißt Dromedar. Das rechte hat zwei Höcker und heißt Trampeltier. Aber beides sind Kamele. In Afrika leben nur die einhöckrigen Kamele, also die Dromedare. Und um die geht es heute. Dromedare sind super an das Leben in trockenen und heißen Gebieten angepasst, in denen Futter und Wasser knapp sind. In ihren Höckern speichern sie Fett, also Energie. Und diese Vorratskammern haben sie immer dabei. Lange Strecken durch heißen Sand zu laufen, macht ihnen nichts aus. Und mit ihren tellergroßen Füßen sinken sie auch nicht ein. Lasten zu tragen sind sie gewohnt. Wenn ihre Besitzer zu faul zum Laufen sind, tragen die Dromedare sie gerne ein Stückchen mit. Wie bequem! Da ist das erste Kamel. Ganz schön groß, ne? Ja, ganz schön groß. Hallo. Oh. Oh, ein Begrüßungskurs. Was machst du denn da? Guck mal, habt ihr es euch gemerkt? Dieses Kamel hier hat nur einen Höcker. Also ist es ein Dromedar. Richtig. Mal gucken, vielleicht habe ich hier mehr Glück. Wow. Das ist ein tolles Fell, ne? Das ist ja riesig. Guck mal. Das Fell ist ganz toll beschaffen.
weil das die Fähigkeit hat, die Kamele am Tag vor der Hitze zu schützen. Und in der Nacht ist es ganz warm. Gerade in der Wüste ist das sehr praktisch. Tagsüber ist es nämlich sehr heiß und nachts umso kälter. Und warum trägt dieses Kamel eine Glocke? Na, damit man sie wiederfindet, die Kamele. Die Herde bleibt ja zusammen. Ja. Und damit der Hirte immer die Verbindung hat zur Herde, gibt es Glocken, wie bei uns bei den Kuhglocken. Also Kühen. Wie bei den Kuhglocken, ganz genau. Ja, das wollte ich gerade sagen. Oh du, mir fällt gerade mein Geschenk ein. Ich habe doch ein Geschenk mitgebracht. Ich schlepp mich doch nicht umsonst ab. Mal gucken, naja. Also ich glaube, Blätter hat unser Kamel gerade genug. Aber ich habe ja noch was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar, guckt mal, könnt ihr das sehen? Das ist Salz. Und ich habe gehört, Salz ist für Kamele wie für uns Schokolade. Versuchen wir es mal. Ganz viel. Hallo. Ah, ich hänge im Busch. Ich hänge im Busch. Soll ich es mal machen? Ich bin vielleicht etwas größer als du. es hat definitiv Angst vor der Tüte. Okay. Ich wusste nicht, dass Kamele Angst vor Tüten haben. Kann mir mal jemand aus dem Busch helfen? Ja, Leute, wir sind hier in einer Dornbusch-Savanne. Und den Namen hat die Savanne hier nicht umsonst. Ich probiere es einfach beim nächsten Kamel. Ja, versuch mal. Ja, das sieht doch prima aus. Klappt auch ganz vorsichtig. Ehrlich, genau. Total, du bist ja total lieb. Das Salz brauchen die, weil das hilft ihnen bei der Verdauung. Ja. Ja. Und ist auch gut, um Bakterien abzutöten im Magen. Alles klar, also hat es eine Funktion. Das hat eine Funktion. Deshalb suchen sich solche Tiere, die in der Wildnis leben, immer Salzliken. Ja, das ist weit verbreitet im Tierreich und so auch bei den Kamelen. Also ehrlich gesagt möchte ich jetzt nicht mit dem Kamel hier tauschen und in so einen riesen Salzklotz reinbeißen. Ich probiere mal vorsichtig. Bäh. Boah, wow, guckt euch mal diese langen Wimpern an. Die sind ja super lang. Frank, und, die, guck mal. Und die sind sogar in doppelter Reihe. Kurze Wimpern und lange Wimpern. Stimmt. Und die schützen die Kamele in der Wüste, wenn der Sandsturm kommt, damit der Sand nicht in die Augen gelangen kann. Super. Oh, Frank, guck mal, hier im Ohr, da sind auch total viele Haare. Ja, das hat dieselbe Funktion wie die Wimpern. Ja? Und vorne, wenn du auf die Nüstern schaust, die können sie ganz zukneifen. Ne? Das hat auch wieder den gleichen Sinn. Ah, die können die Nase zukneifen sozusagen? Komplett können die Nase zukneifen. Also super angepasst an die Verhältnisse hier. Was man jetzt auch ganz toll sehen kann, das Kamel mahlt sein Essen. Das mahlt das Salz jetzt klein und wenn es Büsche und Blätter gefressen hat, mahlt es die auch, mahlt es die auch völlig klein. Ein Kamelküsschen. Oh Gott. Ja, das will jetzt. Hey, stopp! Frank, sag mal, würdest du ein Foto von uns beiden machen? Ja, klar. Hier ist der große Höcker. Ja, und von dem großen Höcker, da sind ja so einige Geschichten im Umlauf, die nicht wahr sind. Ja, dass das ein Wasserspeicher ist, ne? Genau. Das ist völliger Quatsch. Völliger Unsinn, es ist kein Wasserspeicher, sondern ein Fettspeicher. Und der wird so richtig schön dick und rund, wenn es viel zu futtern gibt. Gibt es wenig Futter, verbraucht das Dromedar die Reserven und der Höcker schrumpft. Aber wenn dann wieder was Leckeres zu futtern kommt, dann ist innerhalb von 2-3 Tagen auch der Höcker wieder in seine originale Größe aufgebaut. Ach so. Okay. Hey, Mann, das ist echt ein Kuschelkamel. Ich fass es nicht. Oh. Das Dromedar hat mich einfach zum Fressen gern. Wie soll ich da widerstehen? Mit
ihrer gespaltenen Oberlippe können sie nicht nur super Blätter von Bäumen zupfen, sie knabbern auch gerne mal an mir herum. So, Paula, jetzt haben wir unsere erste Runde durch. Mhm. Und damit du noch tiefer eintauchen kannst in das Leben der Samburu, ja, lasse ich dich jetzt allein. Wie? Ja, aber mach dir keine Sorgen. Charles ist da. Der wird dir jetzt so ein paar Sachen zeigen, okay, die so richtig Samburu-Inside-mäßig sind. Okay, und ich darf mir die Kamele jetzt auch noch weiter angucken. Du darfst hier mit den Kamelen alles machen. Also, okay, tschüss. Ciao, mach's gut, Frankie. Okay? Ja, let's go. Ja? Das ist typisch für das Volk der Samburu. Sie verwenden alles, was die Kamele produzieren. Fell, Fleisch und natürlich auch die Milch. Also die Menschen hier, die Samburu, trinken die Kamelmilch. Vielleicht darf ich ja mal helfen. Can I help you? Yes, please. Yes, go try. Oh, can I try to do that? Okay. Yeah. It's very easy. Okay. Just press it. Kommt was raus. Aber, ah ja. Moment. Seht ihr? Oh, jetzt klappt's. You can just try. Okay, okay, also ich darf's mal testen. Mhm. Mhm. Ist ganz gut. Ich nehme noch einen Schluck. Es schmeckt ein bisschen salzig, lustigerweise. Also nicht wie Kuhmilch, die ist ja ein bisschen süßlicher. Es schmeckt ein bisschen salzig. Und, ja, nee, ich finde es lecker. Ja, gut. So, und jetzt will ich das Melken noch ein bisschen üben. Also, vorne kommt was rein und hinten kommt was raus. Also, so ganz habe ich den Dreh noch nicht raus. Der Hirte George zeigt mir, wie es richtig geht. Oh, okay. Oh, da kommt richtig viel raus gerade. Und da trinken sogar... Nichts passiert. Ich glaube, durch den Bocksprung wurde die Milch im Euter etwas durchgeschüttelt. Da kommt die Milch gleich geschäumt raus. Braucht man keinen Milchschäumer mehr. Praktisch. Nachdem ich getrunken habe, dürfen jetzt die Kamele ran. Wasser gibt es in der Nähe am Fluss. Nichts wie hinterher. Die Kamele kennen den Weg. Auf dem Weg rufen die Samburu die ganze Zeit Tuk, Tuk. Was heißt das eigentlich? What does it mean, Tuk? Go. Go, ah, okay. Also Tuk heißt los, lauft, weiter, weiter. So. Tuk. Aber es funktioniert. Sie laufen. Tuk. Klappt super. Tuk. Am Uasu Nyeru, am braunen Fluss, herrscht Hochbetrieb. Eine Kuhherde nimmt ein erfrischendes Bad und die Ziegen haben richtig Durst. Menschen und Tiere teilen sich die Wasserstelle hier. Und wir gesellen uns dazu. Platz ist für alle da. In Reih und Glied stellen sich die Kamele an das Ufer, um gierig zu trinken. 2 Wochen haben unsere Kamele nichts mehr getrunken. Kein Wunder, dass sie Durst haben. Also lange würde ich es gar nicht aushalten. So ein ausgewachsenes Kamel, ihr werdet es kaum glauben, kann bis zu 150 Liter Wasser in sich reinkippen. Das ist in etwa so viel, wie in eine Badewanne reinpasst. Seht ihr, wie das am Hals hochgeht, das Wasser? Ja, genau. Immer schön das Maul schütteln, damit auch ja nichts in der Nase hängen bleibt. Das sieht echt total lustig aus.
Also, wenn Kamele trinken, dann trinken sie super viel. Und sie können das Wasser richtig gut speichern. Und dafür haben sie ein paar gute Tricks auf Lager. Sie machen nur ganz wenig Pipi, nur einen halben Liter am Tag. Und dadurch sparen sie Wasser. Sie können ihre Körpertemperatur auf über 40 Grad hochregeln. Dadurch schwitzen sie nicht so schnell. Wenn wir über 40 Grad Fieber haben, dann geht's uns richtig schlecht. Und so haben sie schon wieder Wasser gespart. Are they done? Sind die fertig, die Kamele mit Trinken? Yeah, now it's done. They are finished drinking water. Okay. We're going to make fire. Then we roast some meat to eat. Okay. Also die Kamele sind jetzt fertig mit dem Trinken. Die gehen jetzt noch ein paar Blätter futtern. Und wir futtern jetzt auch was. Ich bin gespannt. Okay, ja. Um zu kochen, brauchen wir ein Feuer. Und um ein Feuer zu machen, suchen wir trockene Zweige und einen besonderen Grillanzünder. Und der kommt wieder vom Kamel. Und zwar hinten raus. Ah, Charles, guck mal. Look at this. Guck mal, hier ist das Kamelpoo. Oh, yes. Ja, ich habe welche gefunden. Guck mal, und hier sieht man richtig gut. Seht ihr? Das ist ja getrocknete Pflanze. Kamele sind ja ausschließlich Vegetarier und das brennt richtig gut. Das ist wie so ein Grillanzünder. So, jetzt machen wir Feuer. Ja. Gut. Ja, natürlich nicht mit dem Feuerzeug. Das wäre ja viel zu einfach. Charles und Peter zeigen mir, wie es die Menschen schon vor 1 Million Jahren gemacht haben. Mit einem Feuerbohrer. Ich soll zwei Stöcke aufeinander drehen. Durch die Reibung entsteht Hitze. Ist die groß genug, entzündet sich der Kamelmist. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Die Samburu haben schließlich Übung. Die machen das immer so. Das ging ja voll schnell. Das ist voll unfair. Zunächst sieht man nur etwas Rauch. Aber dann kommen tatsächlich die ersten Flammen. Es funktioniert. Seht ihr, es funktioniert. Aber alleine hätte ich es nie geschafft. Und jetzt kommt noch ein Grillrost auf das Feuer und das Ziegenfleisch kann gebraten werden. Okay. 10 Minuten später, das Fleisch ist ziemlich durch. Gut. Bisschen. Jemand immer? Angekokelt. Bisschen angekokelt, aber lecker. Mhm. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Naja, das Dromedar läuft auf jeden Fall. Und zwar im Passgang. Könnt ihr sehen, wie dieses Kamel läuft? Das setzt immer gleichzeitig Vorder- und Hinterbeine mit einem Schritt vor. Hey, komm, du sollst es doch zeigen. Los, Passgang. Jo, guck mal, du meinst Passgang. Komm, los, hosch. Komm, ich mach dir vor, pass auf, Passgang. Das geht so. Ja. Seht ihr? So. Naja. Also so richtig Lust hat unser Kamel ja nicht. Es legt sich lieber ein bisschen in den Sand. Ah, das sieht man ja super. Guck mal, seht ihr das? Dieses Kamel hier, das liegt auf seinen Knien. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass es ganz schön wehtun könnte, wenn so ein großes Tier auf seine Knie runtersackt. Tut's aber nicht. Dafür hat das Kamel nämlich wieder einen Trick. Kamele haben nämlich Kniepolster. Die schützen sie vor heißem Sand und hartem Boden. Und so sehen die Kniepolster aus. Also, ob unser Kamel hier kitzlig ist, weiß ich nicht so genau. Bei der Lippenmassage scheint es sich auf alle Fälle sehr zu entspannen. Puh!
Schweinchenmundgeruch. So, genug gefaulenzt. Jetzt ist wieder Bewegung angesagt. Kamele sind ja super Lastenträger. Mal gucken, ob es mich tragen kann. Naja, also begeistert ist es nicht gerade. Okay. Hey, das ist super. Das macht total Spaß. Schaukelt ein bisschen. Aber man nennt Kamele ja nicht umsonst Wüstenschiffe, ne? Zum einen schaukelt es ein bisschen, wenn man drauf sitzt. Und zum anderen können sie schwere Lasten tragen. Ja. Ich glaube, ich bin kein Problem. Komm, hey, hopp, hopp. Hallo. Toll. So sieht man die Welt mal aus den Augen eines Kamels. Prima. Wandervölker wie die Samburu benutzen ihre Kamele als Lastenträger, wenn sie an einen anderen Ort ziehen. Die Tiere sind also die besten Umzugshelfer. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Ich bin heute bei den Samburu, einem Wandervolk und ihren Dromedaren zu Besuch. Ich krieg einen Begrüßungskuss. Salz hilft Kamelen bei der Verdauung und tötet Bakterien im Magen ab. Ich mag's trotzdem nicht. Der Höcker ist ein Fettspeicher, also eine Art Vorratskammer. Gibt es mal längere Zeit kein Futter, greift das Kamel auf die Reserven zurück. Dann schrumpft der Höcker. Ich durfte auch ein Kamel melken. Für die Samburu ist Kamelmilch ein Hauptnahrungsmittel. Natürlich habe ich auch probiert. Es schmeckt ein bisschen salzig. Nachdem mein Durst gestillt war, durften die Kamele ans Wasser. Sie sind echte Trinkweltmeister. Bis zu 150 Liter können sie wegschlürfen. Kameldung ist ein prima Grillanzünder. Mit Stöcken haben wir Feuer gemacht. So wie die Menschen vor über 1 Million Jahren. Kamele spucken nicht, dafür können sie aber prima rülpsen. Und zum Schluss durfte ich noch hoch hinaus. Okay. So, unsere Dromedare haben gut gefuttert und sie haben auch genug getrunken. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Der aufregende Tag neigt sich dem Ende zu. Und ich ja. What do I have to do now? Was muss ich jetzt machen? Gibt es eine Aufgabe? Die Samburu stimmen ein traditionelles Lied an. Also, ich glaube, wir feiern hier jetzt einfach noch ein bisschen alle miteinander, die Kamele, die Samburu und ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh ja. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts.